Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Leider wieder aus der Zentrale. Ich wollte es eigentlich vom Wasser bringen, aber mein Rücken lässt das noch nicht zu. Ja, was ist unser Thema? Kein Basic-Video und auch nicht viel Rumgelaber. Ich möchte euch jetzt nicht zu doll volltexten auf dem Sonntagabend, aber meine Erfahrung möchte ich ja gerne mit euch tauschen oder austauschen. Und ja, Thema heute Angelfutter. Angelfutter, ich möchte euch jetzt nicht auch noch zeigen, wie ich das mix oder wie ich welche Bestandteile ich da reinmache, sondern mir geht es einfach nur darum, genau wie damals bei der Raubfischangelei, ich hatte meinen Angelschein gemacht, ich konnte die große weite Welt beangeln damit. Ich war hier der Typ und dann ging es los, dann habe ich mir natürlich auch die Boxen bestellt, die Monatsboxen. Und irgendwann hatte man ein Sortiment an Ködern da und man wusste gar nicht mehr so richtig Bescheid, bis man sich dann wirklich auf eine Linie, also so war es bei mir. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, so war es bei mir. Auf eine Linie eingeschossen, das ist so mein Ding, da habe ich alles. Damals habe ich auch angefangen, Lieblingsköder, da habe ich dann immer, da war schön auf der Tüte beschrieben für sonniges, klares Wasser, welche Hakengröße. Da sowas finde ich dann immer gut, wenn ich relativ ein Frischling bin in der Angelbranche. Aber wie gesagt, jeder soll auch angeln und das angeln oder damit angeln, was er möchte. Eins vorweg noch, das ist kein Werbevideo und ich habe mir das alles selber gekauft und bezahlt. Es ist wie gesagt nur eine Erfahrung von mir, meinerseits an euch. Ja, genau. Raubfischsektor bin ich dann auch rübergegangen zum Friedfischsektor oder Karpfensektor, habe gesagt, ja, ich möchte meine Schonzeit natürlich auch auf Fische angeln und oder auch einige Fische auch abhaken. Vielleicht habt ihr auch so eine Bucketlist, sagt, oh, ich möchte heute mal oder ich möchte mal eine Schleie fangen, ich möchte mal einen Zander fangen, ich möchte meinen Fuffi fangen, einen Barsch etc. pp. Dann habe ich mir natürlich auch viele Sorten gekauft, hier aus dem Angelladen um die Ecke und dann habe ich auch ja, bei der Firma Ascari mal bestellt. Aber ich wusste nie, was bekomme ich da, was muss ich, was brauche ich überhaupt. Und dann hat man sich da mal durch die ganzen Sorten durchgefischt und irgendwann bin ich auf die Seite Schleinschrecks Futterwelt gestoßen. Dort habe ich als relativ Neuling im Friedfischsektor alles gekriegt, was ich brauche. Ich habe mein Grundfutter dort bekommen. Ich habe mein Futter für verschiedene Fischarten bekommen. Also man kann ja so ein bisschen aussondieren. Ne? Zum Beispiel gibt es dort den Brassentraum, den Friedfischtraum, den Schleinschrecktraum, glaube ich. Dann gibt es Karpfentraum gibt es dort. Den habe ich noch unten. Ich habe jetzt nicht alles mitgenommen. Aber da habe ich dann meine Futtersorten bekommen nach meinen Bedürfnissen. Und das fand ich gut. Das fand ich sehr gut. Ne? Das gibt es dann immer in so einem Gebinden. Sind wieder verschließbar. Das ist jetzt ein 2 Kilo Gebinde. Es steht ungefähr drauf, was drin ist. Er gibt natürlich nicht alles preis. Hinten drauf ist nochmal ein Verfallsdatum. Aber ich habe auch schon Futter gefischt, was ein Jahr weg war. Das war auch noch ganz gut. Zusätzlich zu diesem Angelfutter kriege ich sämtliche Sorten Flüssigaromen. Hier ist das jetzt Karamell Krokant. Ja, hier steht noch was. Achso, Walnusskaramell in Flüssig. Ich kriege viele verschiedene Sorten Pulver. Das ist jetzt ein Karamellaroma. Pulverkonzentrat. Sehr ergiebig, da müsst ihr wirklich vorsichtig mit sein. Er hat verschiedene Fake Baits als Hakenköder oder als für den Haken. Er hat ein Pulver, das kann ich in meine Marmdose machen, da laufen die dann durch. Das sind so kleine Hütchen sind das so. Dann mache ich auf, da laufen die Marmen durch, nimm den Geschmack dann an von Karamell, von Vanille, von Knoblauch etc. pp. Ich habe zusätzlich noch zum Futter, wenn ich auf Messed Feeder, kann ich aber auch ganz normal im Feederkorb machen. Meine Pellets habt ihr eingangs schon gesehen. Meine Tigernuss, hier ist jetzt Tigernuss. Hier drauf steht auch, wie ihr die zubereiten könnt oder sollt. Oder eine Empfehlung. Ihr könnt die auch so, ich habe sie auch schon, Reste habe ich so mit ins Angelfutter geschmissen und dann mit im Futterkorb. Ja, zusätzlich gibt es noch die
Bait Dips und Bait Powder. Hier ist das Puder. Das ist jetzt der Friedfischtraum. Und hier habe ich einmal einen Flüssigdip noch. Ist natürlich dann passend dazu auch der Friedfischtraum. Ich kann damit meine Boilies hocken, ich kann da meine Maden reintun und dann anschließend in das Pulver. Dann hält das nochmal, ist so eine Art Kruste dann darüber. Fand ich auch sehr gut. Ich stelle das mal runter. Achtung. Ich mache mal hier die zweite Kamera mal eben an. Ich habe verschiedene Boilies. Ich glaube, die größten Boilies sind bei Ihnen. Guckt euch das an. Das sieht doch sehr gut aus. Die sind schon vorgeflavored. Die größten Boilies sind, glaube ich, 24 mm, die er anbietet. Das ist jetzt Honeycake in 14 mm, sind ungefähr 30 Stück da. Ich zähle das nicht immer nach. Aber ihr seht das, die sind vorgeflavored. Hier ist Bloody Squid. Ja, könnt ihr auch sehen, die sind auch, ihr seht das da, der glänzt so schön. Die sind, da braucht ihr dieses Bait Powder wahrscheinlich nicht so zu. Dann habe ich meine verschiedenen Pop-Ups. Hier habe ich Pop-Up Blutwurm, ein Dumbbell. Die gehen in Grammzahl. Sehr tolle Hakenköder, sehr auffällig auch. Hier sieht das jetzt ein bisschen orange aus, aber die sind eher so rosa. Und so geht die Range von jeder Geschmackssorte, die ihr euch vorstellen könnt. Geht das von bis. Dann haben wir verschiedene Wafter. Hier den Dumbbell in 8 mm. Auffälliges Orange. Super Ware, wirklich ganz toll. Ich kann auch noch mal den Blutwurm Dumbbell zeigen. Den hatten wir schon, den Ananaswafter. Entschuldigung, Ananaswafter. Klar, gelb wie Ananas, Pineapple. Und er hat dennoch zusätzlich seine speziellen Hakenköder mit Loch fürs Baitband. Das könnt ihr dann dort einfädeln. Hier die Sorte Grill. Sehr fängig bei uns. Wie gesagt, guckt gerne mal bei Ihnen auf der Seite vorbei. Ihr kriegt dort auch hier sämtliche Grundstoffe für euer Futter, wenn ihr es aufpimpen wollt. Wie gesagt, nicht nur fertige Melasse und weiß der Geier, um das Futter schwer zu machen. Da machen wir nochmal ein anderes Video drüber. Aber ihr kriegt, ich glaube, Bierhefe kriegt ihr da, Salze kriegt ihr da. Ihr kriegt Brotflocken und alles. Also wie gesagt, ich hatte eine Seite, nicht viel Klimbim, sondern das, was ich gesucht habe. Und dort werde ich immer fündig und mir gefällt es. Es ist einfach jetzt, wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, nur eine Empfehlung meinerseits, wie ich dorthin gekommen bin. Jeder soll sein Angelfutter angeln. Jedes Angelfutter oder auch Hakenköder oder jede Hakenköder haben auch ihre Daseinsberechtigung, ganz klar. Aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Es ist für einen schmalen Geldbeutel eine super Qualität, super Service und auch super Kontakt, wenn du mal eine Frage hast. Er beantwortet dir jede Frage. Folgt ihn auch gerne auf Instagram, TikTok, YouTube, überall. Dort könnt ihr euch dann auch nochmal selber schlau machen über die Firma Schleinschrecks Futterwelt. Er ist auch auf diversen Messen. Und ich denke, das soll es gewesen sein. Das nächste Video wird garantiert vom Wasser kommen. Vielleicht können wir uns da auch nochmal über verschiedene Futtersorten oder so unterhalten oder Montagen. Und das sollte jetzt mein Schlusswort sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt alle gesund, geht ans Wasser, holt eure Traumfische, vielleicht sogar auch mit diesem Angelfutter bzw. Pellets. Klickt euch da mal durch und klicken, abonnieren, nicht klicken. Liken, kommentieren, abonnieren, das kennt ihr, den Spruch von den anderen. Und ich würde mich über jedes Abo freuen, damit helft ihr mir und zeigt, dass ihr doch ein bisschen Interesse dran habt. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.